Moinsen, liebe Leute, es geht wieder weiter mit Jade Cocoon. Ja, normalerweise würde ich Ihnen den Satz jetzt immer sagen, wir waren hier stehen geblieben bei, aber wir sind hier gar nicht stehen geblieben, denn ich habe mir gedacht, ich gehe schon mal vor bis zum Libellenwaldtor. Das erspart mir dann unnötige Aufnahmen, die dann eh keinen interessieren, quasi den Weg dahin. Das Einzige, was sich verändert hat, ist halt das Level von Teufelssektchen. Das ist noch auf 18 gegangen, gerade eben. Ja, das geht dann jetzt also zum Windboss. Nee, speichern müssen wir nicht unbedingt. Der sollte eigentlich recht einfach sein. Problem ist, der kann sich während des Kampfes heilen, was ihr dann auch gleich sehen werdet, was er auch gerne macht. Und wir werden einfach mal schauen, was uns Kikinak jetzt zu sagen hat. My, my, what's the hurry? Looking for something? So, have you heard? Kill more likes, Mabu. What? You haven't? Well, you find out sooner or later, so I'll tell you, as one friend to another. Kelmar told me you have something that he does not. Did you think you were friends? What a fool you are! He's jealous of you. After all, he likes Mabu. What? You don't believe me? How dense can you be? Well, how about this? Oh, hallo Kelmar. Yeah, it's true. I'm jealous of you. Didn't you know that? I was born to be nothing but a blacksmith. And you get to be the cocoon master. No matter how much I love Mabu, she can never be mine. I know there's nothing I can do about this, but I envy you. I am so fed up with tradition, and that's the truth. Okay. Wissen wir also Bescheid jetzt, was Kelmars wirkliche Intentionen sind gegenüber uns. Friendship and jealousy! How sinful your existence! I have a firm grip on the darkness in his heart. So, da geht's auch schon los gegen Meister Lange Nase, der Winddämon. So, wir schicken in den Kampf unser schönes Level 18er Teufelssekt. Er schickt ebenfalls wieder ein Monster in den Kampf, was natürlich auch wieder drei Stockwerke groß sein wird. Da wir nicht volle HP haben, mache ich nochmal Defend, damit wir dann mit 55 Mana starten. Die werden wir auch brauchen. Dong, dong. Oh. Zetarian, da ist er. Ich finde, das ist eigentlich, trotz der Tatsache, dass der sich heilen kann, der leichteste aller Bosse, weil er ist halt Wind und ich habe halt kein Erdemonster. Was bedeutet, ich habe keine Schwäche gegenüber ihm. Okay, er zaubert sich da einen ab. Wir bleiben beim Standard und der sieht auch schon wieder fast kaputt aus. Der wirbelt ja ganz schön viel Staub auf, finde ich. Das war jetzt auch gleich wieder mit ihm, hoffe ich. Okay. Ja, das. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass der so leicht zu besiegen war. Junge, Junge, ich habe da mal dran gesessen, an der Konsole geknüppelt wie ein Irrer. Und jetzt kippt der einfach so. Na gut. Dann kippt man hier auch, Pisser. Ich würde sagen, dann kippt man hier auch, bei Fangsprung um. Pisser. Mann, hört mir auf, eine Kopfnuss zu geben. Da rastig aus. Können wir hier Wallis nehmen? Nee, ich mach mal Defend. Hau ihn weg. Geht doch. Rache. So. Attack, please.
Dann gleich nochmal, please. Das war's auch für ihn. Sehr schön. Bedeutet leider natürlich auch, dass jetzt unser guter Freund Kelmar ableben wird. So, wir haben noch eine Tendai-Yu-Yu-Kaiu bekommen. Das ist eine Wurzel, die einen dann wiederbeleben kann, also so ein Monster. Und der Rest ist ja dann hier unwichtig. Und Haut-Halfe-Sek ist Level 19. Wunderbar. Das gibt dann eine gute Basis für den Spinnenwald der Unterwelt. Wow, you've gotten so powerful. That's why Mabu is in love with you. Compared to you, I'm... Thanks. Your true feelings really hit me with your final blow. It's wrong to be jealous, I know. But that's part of who I am. We're still friends, though, right? Und da haben wir ihn auch, den Juwel der Luft. Man shall obtain yet another fruit of knowledge, but it shall bear the seeds of responsibility. Journey of the Heart, die Reise des Herzens. Meister. I am glad you returned safely. Did you obtain the third jewel? Did you obtain the third jewel? Excellent! That golden brilliance is the jewel of air. It is the crystal for the ordeal of jealousy. Jealousy can drive one mad. Your success in this ordeal is proof that the strength of your friendship exceeded the threat of jealousy. Now only one jewel remains. Let us open the way to the last ordeal. Jo, mach mal auf den Kasten da. Now you are to venture into the spider forest of the netherworld for your final ordeal. The Chosen One of Darkness will do everything in his power to defeat you. You must not be fooled by his trickery. The moment you unite the four jewels, you must confront the Chosen One of Darkness. He shall severely test your minions. You must be prepared. Jo, also ich bin ja wohl schon mehr als genug prepared, da ich ja dem Windboss sowas für einen aufs Maul gehauen habe. Das habe ich echt noch nie erlebt, du. Okay, also wir müssen dann halt in den Spinnenwald der Unterwelt hin. In dem Moment, wo wir dann auch noch den Erdboss besiegen und dann halt den Juwel der Erde bekommen, kommt der Auserwählte der Dunkelheit dann und wird uns dann bekämpfen wollen. So, der kann ja auch gleich aufsteigen nochmal, hoffe ich. So, der Rest, ja, du siehst ganz hübsch aus. Du bist auch hübsch und du bist sicherlich auch ganz hübsch, ja. Gut, gut. So, dann sind wir bereit. Spazieren wir in den Spinnenwald der Unterwelt. Aber zuerst spazieren wir zum Speicherstein. Da wir ja auch wieder ein Kapitel geschafft haben. Wie schon bereits gesagt, es wird auch keinen Mottenwald der Unterwelt geben, weil das ja nur der Wald war, der mich zum Tempel von Kimwell geführt hat. Und da ja sich ja im Spinnenwald dieser Gottesbaum befindet, wird das dann auch gleichzeitig der Wald sein, in dem wir die Geschichte dann abschließen werden. Es dauert nicht mehr lange, bis wir das Spiel auch geknackt haben. Ist ein bisschen ziemlich kurz, aber wir werden ja sehen dann.
Verbansa. Das ist auch nicht gerade wirklich der Bringer. Das kann man Fangsprung erledigen hier. Ihr seht jetzt sicherlich auch den Grund, warum ich... Der helle Wahnsinn. Ihr seht jetzt auch sicherlich den Grund, warum ich kein Erdemonster genommen habe. Weil es gibt halt keinen Wasserdämon. Von daher war für mich das Wasserelement auch total unnötig. So, der Erddämon ist, oh, schönes Monster da hinten. Ich werde hier immer unterbrochen. Nee, das ist Turen, das ist ja Erde. Ich werde hier andauernd unterbrochen von irgendwelchen Monstern, die gerade meinen, meine Aufmerksamkeit erregen zu müssen. Was ich sagen wollte ist, der Erddämon wird sich in diesem Wald mehrmals zeigen, und zwar in Form aller Waldmenschen. Diese können wir dann besiegen, müssen es aber nicht unbedingt. Aber ich finde, das ist ganz gutes Training, also machen wir das mal ruhig, so oft wie wir den finden. Wir werden den sicherlich nicht jedes Mal finden. Deshalb werden wir mal schauen, was wir da tun können. Auf jeden Fall, hier ist einer. Das ist ja hier der Platz, wo dieser kleine Yami war. Und der nimmt halt dann die Form des Erddämons an. Moin. Men steal from forest. Forest is our life. Men steal our life. The forest is teeming with wrath. O beast of knowledge, thou should know thy foolishness. So, Lille, das ist Meister Pinsel, ihren Käse. Den machen wir natürlich auch fertig. Und ja. Okay, der ist ein bisschen härter als die anderen. Auch weil ich jetzt gerade hier mit einem Wassermonster gegen die kämpfe. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht. Aber ich glaube nicht. Und wir sehen auch schon, dass er auch schon wieder hinüber ist. Davon soll man sich ja natürlich nicht beeindrucken lassen. Das war nur das erste Mal jetzt. Und da geht da auch ein Level hoch. Er steigt auf, der rote Adler. The forest is brimming with infinite wrath. It is not over yet. I'll not give up the jewel of earth. Na gut, dann eben nicht. Wir werden dich finden und zerstören, mein Freund. Seek and destroy. Unsere Reise geht weiter. Wobei wir von einem Monster angegriffen werden. Ein Uglem. Wie es ja schön heißt. Den wollen wir auch fangen, weil ich glaube, den fange ich auch immer nicht, weil er irgendwie stark oder so ist, sondern weil er einfach cool aussieht, finde ich. Weil das mein Monster dann riesige Flügel beschert, was ich cool finde. Außerdem müssen wir unsere Fangstufe ja eh noch ein bisschen nach oben bringen. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Eingefangen, wunderbar. Den werden wir dann auch gleich dann beim nächsten Mal vereinen. Denke ich, denn wir haben ja bloß noch ein paar Sekunden Zeit. Hier ist nichts wieder. Gehen wir also wieder raus. Also haben wir jetzt den linken Pfad schon mal abgeklärt hier. Ne, den rechten, sorry.
und dieses Monster markiert dann unser Ende dieser Episode und wir sehen uns bis gleich.